Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredak, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Wir haben Standorte in Berlin, Potsdam und Essen. Heute geht es um das Thema Räumung eines Mieters. Was ist, wenn das Mietverhältnis geendet hat, von Vertragswegen oder durch eine Kündigung, und der Mieter räumt die Mietsache nicht freiwillig? Was kann der Vermieter nun tun? Dazu muss man zunächst einmal Folgendes sagen. Um einen Vermieter aus der Wohnung oder auch den Gewerberäumen herauszubekommen, braucht man einen Räumungstitel. Diesen Räumungstitel bekommt man nur über eine entsprechende Räumungsklage. Also im Mahnbescheidsverfahren zum Beispiel geht das nicht, da kann man nur Zahlungsansprüche geltend machen. Und dringend abraten muss man auch von der Eigenmacht. Also ich erlebe immer wieder Vermieter, die mich dann am Telefon fragen, ach, Brederek, geht es nicht auch ein bisschen einfacher? Wir machen da einfach ein neues Schloss vor und räumen das Zeug erstmal im Keller. Das geht nicht. Also das geht natürlich. Sie können das tun. Sie machen sich aber strafbar. Zum einen machen Sie strafbar eines Hausfriedensbruchs. Und zum anderen habe ich in der Praxis auch schon oft erlebt, dass dann, wenn der Mieter hinterher Schadensersatzforderungen geltend macht, natürlich auch gestritten wird über bestimmte Dinge, die dem Mieter abhandengekommen sind. Und das muss auch gar keine böse Absicht des Mieters sein, denn es kann ja sein, wenn sich da irgendwelche Unternehmungen bedienen, dass da auch das eine oder andere absichtlich oder unabsichtlich wegkommt. Also der berühmte Briefumschlag, der hinter der Tür klebte und wo eben 10.000 Euro drin waren, die dann weg sind, den gibt es tatsächlich. Also, zusammengefasst, als Vermieter muss man erstmal einen Räumungstitel schaffen. Alles andere ist letztlich strafbar und wäre aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll, weil man sich neben der Strafbarkeit auch noch, wenn man auch noch Gefahr läuft, dass man sich da Schadensersatzansprüchen aussetzt. Wie läuft das dann ab? Man sollte ganz zügig Räumungsklage erheben, also in dem Moment, wo nach der eigenen Auffassung wegen der Kündigung das Mietverhältnis geendet hat, kann man und der Mieter nicht auszieht, kann man sofort Räumungsklage beim zuständigen Gericht einreichen. Zuständiges Gericht ist das Amtsgericht. Wenn es um Wohnraummietrecht geht, ist es immer das Amtsgericht, in dem sich die Wohnung befindet. Das ist originär zuständig, und wenn es um Gewerberaummietrecht geht, dann kommt es auf den Streitwert an. Es wird in der Regel das Landgericht sein, in dem sich das Mietobjekt befindet. Man reicht also Räumungsklage ein. Immer dann, wenn man gekündigt hat und der Mieter schon von vornherein sagt, vor Ablauf der Kündigungsfrist, ich ziehe sowieso nicht aus, dann kann man sogar sogenannte Klage auf künftige Räumung einreichen. Also in diesem Fall kann man schon vor Beendigung des Mietverhältnisses den Räumungsanspruch mit der Räumungsklage geltend machen. Die Räumungsklage, die lautet in der Regel auf Herausgabe der Wohnung. Im Antrag muss man das ganz genau bezeichnen. Also der Gerichtsvollzieher muss sich genau vorstellen können, welche Wohnung das ist. Es reicht nicht aus, dass man einfach sagt, im Hause XY-Straße die Wohnung mit der Nummer 10, das sind meistens diese Nummern, die kommen meistens irgendwie aus der Teilungserklärung, die stehen ja nicht draußen an der Tür. Das heißt, man sollte immer genau sagen, die im Hause XY-Straße Nummer 10 im zweiten Obergeschoss rechts gelegene Wohnung, da kann man die Nummer nochmal einbringen mit der Nummer 10, bestehend aus zwei Zimmern, Küche, Bad, Balkon, und wenn noch ein Keller da ist, natürlich den Keller bitte unbedingt auch noch mit aufführen, das wird auch gelegentlich vergessen. Wenn eine Garage bei ist, sollte die auch mit aufgeführt werden. So wäre der Räumungsantrag für die Räumungsklage, und es ist immer sinnvoll, auch offene Forderungen mit geltend zu machen, wenn der Mieter zum Beispiel gekündigt wurde, weil er keine Mietzahlungen geleistet hat, dann machen Sie gleich auch noch einen Zahlungsantrag, wo Sie eben beantragen, den Mieter zu verurteilen, die Mieten zu bezahlen. Da sollte aber genau aufgeführt werden, welche Mieten in welcher Höhe offen sind. Man darf da nicht einfach eine Saldoklage machen, also die Gesamtforderung nur mitteilen, sondern man rechnet in der Klage genau vor, was der Mieter, welche Mieten der Mieter geschuldet hat, und nur im Klageantrag, da kann man dann natürlich eine Summe bilden.
Man reicht also diese Räumungsklage bei Gericht ein und dann bestimmt das Gericht in der Regel einen Termin. Dann wird man sehen, ob es ist auch mal sinnvoll, immer einen Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils im schriftlichen Verfahren zu stellen. Das kann man gleich mit der Klage machen. Wenn man es vergessen hat, bekommt man meistens einen richterlichen Hinweis. Das ist dann wichtig, wenn sich der Mieter gar nicht meldet, also wenn er sich nicht im Prozess verteidigt, dann kann nämlich so ein Räumungsurteil im Wege des Versäumnisurteils ergehen. Das geht dann relativ schnell. Wenn das nicht passiert, also wenn der Mieter sich verteidigt, dann wird ein Termin anberaumt. Da wird dann zunächst mal meistens der Rechtsstreit erörtert. Der Mieter wird ja irgendwelche Gründe nennen. Der sagt zum Beispiel oft, die Kündigung war unwirksam. Gegebenenfalls wird dann Beweis erhoben. Da kann es dann jetzt dann richtig lange dauern, wenn zum Beispiel der Mieter sagte, ich habe zwar die Miete in einer bestimmten Höhe nicht bezahlt, aber wir hatten Mängel in der Wohnung und deswegen war die Miete gar nicht geschuldet. Dann muss das Gericht dem nachgehen. Das sind dann die Fälle, wo es dann doch länger dauert. Ansonsten, wenn die Einwendungen des Mieters da nicht erheblich sind, dann wird schon nach diesem ersten Termin ein entsprechendes Räumungsurteil ergehen. Wenn ich das Räumungsurteil in der ersten Instanz habe, kann der Mieter dagegen noch Rechtsmittel einlegen, also zum Beispiel eben dann die Berufung. Und dadurch kann sich das Ganze auch noch verzögern. Je nachdem kann es sein, dass dann eben durch dieses Berufungsverfahren und das erstinstanzliche Verfahren mehrere Jahre ins Land gehen. Nichtsdestotrotz, ich verstehe, dass viele Vermieter da sehr ungeduldig sind und dass man da auch sagt, das ist doch nicht akzeptabel. Aber dieses Verfahren muss eingehalten werden. Wenn man den Vermieter eben einfach so rausschmeißt, hatte ich ja eingangs schon gesagt, dann drohen strafrechtliche Konsequenzen. Aber unter Umständen ist der Mieter auch schneller wieder drin, als man denkt. Denn im Wege einer einstweiligen Verfügung kann er gegen sogenannte verbotene Eigenmacht, also dieses Eigenmächtig auf die Straße setzen des Vermieters, vorgehen und der gewinnt auch. Da kommt es auch gar nicht dann darauf an, ob er ein Kündigungsrecht bestand oder nicht. Das heißt, Vermieter bleibt nichts anderes übrig, als diesen Weg zu gehen. Das Wichtige ist, und da sage ich eben, da unterscheidet sich eben der professionelle Vermieter von dem nicht so professionellen, dass man alles zackig macht. Also dass man zügig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann auch die Kündigung ausspricht, dass man sie zustellt, dass man die Zustellung auch beweisen kann, dass man nach Ablauf einer eventuellen Frist, bei einer fristlosen Kündigung, dann, wenn der Mieter innerhalb von der Frist, die man ihm setzt, nicht geräumt hat, die Räumungsklage einreicht und dass man dann auch in der Zwangsvollstreckung zügig und zackig, gegebenenfalls mit Hilfe eines Vermieterpfandrechts, die Räumung betreibt. Das sind die Möglichkeiten, den Schaden gering zu halten. Der Mieter haftet ja natürlich, aber das Problem ist ja dann gelegentlich bei dem einen oder anderen Mieter, dass man dort nicht vollstrecken kann, weil nichts da ist. Vielen Dank und viel Erfolg.